weil ich wollte nie. Was Sie zu Hause machen, wenn ich einmal auf Besuch bin bei Ihnen, dann, ja, dann gibt es Worte Eltern. Und ich werde mich auch nie reinmischen, das habe ich auch von Anfang an gesagt. Vorher haben wir ein bisschen über die Aufklärung gesprochen. Hannelore hat gesagt, sie wurde nicht aufgeklärt. Sie war schwanger, war beim Arzt und der hat ihr eröffnet, sie ist schwanger. Sie hat nicht einmal gewusst, dass da was passiert ist und dabei passieren konnte. Du sagst auch, also wenn, du bist sehr jung Mutter geworden. Ja, mit 19, ja. Und wenn du das gewusst hättest, hättest du es dir erspart. Also weil das doch nicht ganz so... Ja, schon. Es ist eine Riesenverantwortung. Ich bin bis 18 Jahre in einem Kloster gewesen. Ich war eine Klosterschülerin. Komm raus, wär schwanger, ne? Aber du warst aufgeklärt. Ich war schon aufgeklärt. Aber, ja, aber trotzdem, es war neu, ne? Und ich habe zum Beispiel Disco gehen oder was man halt damals gab es noch keine Discos, aber trotzdem irgendwie Tanzunterhaltungen, das hat es bei mir nicht gegeben. Ich habe müssen aufs Kind aufpassen. Ne? Und mit 23 Jahren habe ich mein zweites Kind bekommen. Also ich habe von meiner Jugend nichts gehabt. Genau. Und die habe ich aber nachgeholt. Wie meine Kinder dann älter waren, dann bin ich halt auch in die Discos, tanzen gegangen und habe halt das nachgeholt. Georg, Verhütung und so weiter, Aufklärung. Na bitte, ich bin da. Ich arbeite in einem Sexshop, Entschuldigung, also wenn ich nicht weiß, was Verhütung ist. Da bin ich, glaube ich, der Erste, der sich auskennt, was das betrifft. Also du kümmerst dich auch darum. Na als bitte, Mann, immer die 50er Backer und mit so. Andrea hier neben mir ist Pädagogin und sagt, dass die Alten sich manchmal vor den Jungen fürchten. Wie ist das denn zu verstehen? Naja, es ist oft so, wie die Hannelore auch erzählt hat, dass in der Straßenbahn Jugendliche sind, die ein etwas eigentümliches Benehmen den älteren Menschen gegenüber haben. Und dass die älteren Leute dann aber so reagieren, dass sofort, wenn sie irgendwie eine Ansammlung von Jugendlichen sehen, in Angst und Schrecken verfallen. Und dass dann, ja, dieses akzeptierte Miteinander nicht stattfindet, sondern eher so, schlecht sich, geht's woanders hin, in diese Richtung. Aber wie kann es denn funktionieren, das Miteinander? Da muss eigentlich doch jeder ein bisschen nachlassen, ne? Das glaube ich auch. Also ich denke mal, Akzeptanz und Wertschätzung, denke ich mir, ist eines der großen Dinge. Jetzt bist du selber Mutter. Ja. Und oft aber krachst selbst du mit deinem Sohn zusammen. Ne? Ich habe zwei Söhne. Ich habe einen 19-jährigen Sohn und einen 4-jährigen Sohn. Den 19-jährigen habe ich jetzt gemeint. Und mein 19-jähriger Sohn hat auch darunter gelitten, dass er eine Mutter hatte. Also, der auch oft gesagt hat, Mama, es ist fürchterlich mit dir, weil ich kann nicht das machen, was ich will. Weil wenn ich Schule stageln will, dann sagst du mir, du gehst morgen eh in die Schule, oder? Und dann kann ich nicht mehr Schule stageln. Also ich denke mal, wir Eltern sind auch beteiligt an der Haltung oder an dem Zustand der Jugend. Darf man sich als Älterer einmischen bei den Jungen? Also darf man sich quasi ein bisschen maßregeln, so wie jetzt die Hannelore die Kinder gewarnt hat vor der Straßenbahn und dann mehr oder weniger... Ich denke mal, das ist eine Verantwortung, die eigentlich jeder hat, weil wenn jemand in Gefahr gerät, dann ist es die Frage der Menschlichkeit, irgendjemanden darauf aufmerksam zu machen. Also ich habe auch die Situation am Westbahnhof erlebt, wo Kinder auf den Gleisen gespielt haben. Mhm. Wo ich dann auch gesagt habe, was ist mit euch? Bitte geht's weg da. Nur was wüssten, das ist aber lustig, sage ich, ja, aber das sind Züge, es ist einfach gefährlich. Und wie die Kinder nicht reagiert haben, dann habe ich halt den Bahnhofsvorsteher da alarmiert, ne, in sein Kammerl. Aber es ist immer eine Frage der eigenen Haltung. Nicht? Will man diese Verantwortung mittragen und sagt, na gut, okay, ich schaue jetzt zu, wie einer ins Auto rennt, oder sage ich, stopp. Nicht? Es gibt ja genug Leute, die ja wegschauen und sagen, ja, das interessiert mich nicht. Ja, nicht anstrafen, weil es könnte ja sein, dass dann jemand sagt, na, wie kommst du dazu, dass du mein Kind was verbietest? Also ich habe selber erlebt in einer Musikschule mit meiner Tochter, da war eine Mutter mit einem kleinen Buben, und der hat die Musikinstrumente genommen und hat es meiner Tochter wollen raufschmeißen und hat mich getroffen. Und ich habe ihm nur genommen und habe gesagt, das ist ein Musikinstrument, bitte schmeiß nicht herum damit, das ist zum Musikmachen. Ein Klavier lässt man stehen. Nein, das war so ein Rasselei.
Und die Mutter hat sich fürchterlich darüber mokiert, wie ich ihrem Kind sagen kann, dass es das nicht darf. Ich habe gesagt, entschuldige, wenn mir das Kind das raufhaut, darf ich doch nur sagen, ich möchte das nicht. Ich habe ihm weder geohrfeigt, noch habe ich ihm geschimpft, ich habe nur gesagt, ich möchte es nicht. Und die hat sich fürchterlich darüber aufgeregt, dass ich ihrem Kind das nicht sagen darf. Ja, es ist immer ein bisschen gefährlich, sich einzumischen. Aber ich mische mich jetzt trotzdem ein und frage den Georg, nimmst du die Sonja mit in die Disco? Was soll ich ja? Auf ein Konzert von mir. Herrlich. Auf Party machen, Scherz. Ihr Oldies lebt ja hinter Mond, ob alt, ob jung. Ich hoffe, es war für jeden etwas dabei. Und wenn Sie jetzt eine Idee haben, wie man am besten miteinander umgehen kann, dann rufen Sie mich doch an. 0900 91 0 098 ist die Studio Hotline. Ich glaube, das Wichtige an diesem Thema ist einfach das Nachgeben und das Entgegenkommen. Und dann kommen die Jungen mit den Alten schon irgendwie zusammen. Schönen Nachmittag noch. Servus. Irgendwie finden sie nicht den richtigen Mann, irgendwie vertreiben sie alle. Sie sagen, ich bin ein Vollweib, Männer haben Angst vor mir. Dann probieren sie es bei Barbara 0900 91 00 98.